Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Gemeinsam werfen wir einen Blick zurück auf die letzte Bücherwoche, in der neben 2,5 Büchern, ja, tatsächlich ein bisschen weniger gelesen wurde. Dafür gibt es ein bisschen was zum Finale von The Masked Singer zu erzählen. Und ich habe auch eine Staffel angesehen von einer Serie, die ich nach wie vor sehr gelungen und gut finde. Tatsächlich war ich jetzt so ein bisschen verwirrt, warum irgendwie nur 2,5 Bücher, und dachte, was lief denn da schief? Aber es war ja die Woche, in der auch Weihnachtsdekorationszeit war, und da habe ich dann doch so ein bisschen vermehrt einfach Hörbuch gehört, Podcast gehört und bin gar nicht so zum echten Lesen, sag ich mal, irgendwie gekommen, weil diese Deko hier so ein bisschen aufzubauen, das bedarf einfach ein wenig Zeit. Aber umso schöner ist es jetzt, dass die Lichter an den Fenstern hell erleuchtet sind, in unserem Garten, in unserem Haus, in unserem Vorhaus und überall. Wir sind nicht ganz amerikanisch unterwegs, aber ich würde sagen, auf einem guten Weg dahin. Und das ist richtig schön. Ich mag es jetzt auch, wenn man abends ein bisschen spazieren geht oder auch mal unterwegs ist mit dem Auto und dann einfach so sieht, wie die anderen Leute dekoriert haben. Das ist dann so, ja, auch so ein bisschen die Wohlfühlzeit. Das macht tatsächlich den Winter ein wenig erträglicher, weil ich sonst mit der Dunkelheit doch schon ganz schön kämpfe. Auch nach wie vor mit dem Kreislauf. Ich kriege das auch mit verschiedensten Nahrungsergänzungen nicht so richtig in den Griff. Aber es ist eben einfach so, es wird auch wieder besser. Das ist ja immer das Gute, sag ich mal, an jahreszeitlichen, gesundheitlichen Beschwerden, Verstimmungen. Irgendwann ist diese Jahreszeit rum und es kommen dann eben 3 Jahreszeiten, die einem besser liegen. Kann man eigentlich nur hoffen. Ja, wenn ihr es krachen und quietschen hört, dann ist der kleine Sam hier unterwegs. Der ist manchmal nicht zu bremsen und hat mehr als einmal am Tag seine verrückten 5 Minuten. Man könnte meinen, er hat eher mal einmal am Tag seine ruhigen 5 Minuten. Aber ja, es wurde immer mal gefragt, wie die sich so eingelebt haben. Also ja, Sam ist auf jeden Fall der, der bei allen irgendwie schon angekommen ist, der mit allen irgendwie spielen darf, auch ja auch mit den Alteingesessenen, der sich hier pudelwohl fühlt. Mit Luna und, ich sag jetzt mal, Flummi gibt es so ein bisschen Probleme, die sind sich nicht ganz so freundlich gestimmt. Der Vorteil ist natürlich, dass einfach Flummi hier oben ihr Zuhause hat, Luna bei meinen Eltern unten, und wir natürlich trotzdem versuchen, beide aneinander heranzuführen, aber es eben gar nicht die Notwendigkeit gibt, dass die sich verstehen unbedingt so, dass die 24 Stunden nebeneinander liegen. Also da lassen wir es nur ein bisschen langsamer angehen, und immer wenn es irgendwie passt, versuchen wir das. Aber da brauchen wir definitiv noch ein bisschen Geduld. Aber sonst haben sich die Neuankömmlinge gut hier reingewöhnt, sind sehr kuschelig, sehr verspielt, sehr schmusig und also bereichern unser Leben auf jeden Fall. So, jetzt aber, glaube ich, nach dem ein bisschen Geblabber hier, machen wir mal weiter mit den Büchern. Und wir beginnen mit dem halben Buch der Woche, beziehungsweise eigentlich ist das sogar nur ein Drittelbuch, weil ich es abgebrochen habe. Und zwar ist das A Single Touch von Ivy Andrews. Das ist der dritte Teil der Love-Reihe. Und nach einem Drittel habe ich da aufgegeben. Ganz anders, ein Highlight ist Hexfiles, der dritte Band, Verhexte Nächte von Helen Harper. Irgendwie ist das hier, werde ich hier begleitet? Ja, irgendwie, ja, genau, es ist ja im Bücherregal. Ich sollte alles, was kaputt gehen könnte, mal kurz entfernen. Ja, der dritte Teil von Hexfiles, und gehört und eben auch zum Teil gelesen habe ich dann Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Und auch das ist ein gigantisches Highlight. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon im Hörgenuss gehört. Kommen wir aber erst zu dem Flop der Woche. Und zwar ist das A Single Touch von Ivy Andrews. Das ist der dritte Teil der Love-Reihe. Und ich fand ja den ersten Teil richtig, richtig toll. Mir hat das super gut gefallen. Ich fand den zweiten so okay, weil doch recht viel an Story sich wiederholt hat. Und war jetzt umso gespannter auf den dritten Band, ob wir hier eben die dritte Perspektive bekommen, die wieder von vorne das Erzählen beginnt oder wie der hier so sein wird. Ich habe mich aber grundsätzlich eigentlich schon auf die Charaktere, die wir im dritten Teil treffen, gefreut. Die Protagonistinnen-Namen, also L-O-V-E, fangen eben immer so an, damit sie dann ein Love ergeben. Und hier rette ich mal kurz meine Dekoration, bevor hier irgendwas runterfällt. Ja, hier gefilmt, bombt. Oder wie nennt sich das, wenn jemand durchs Bild läuft? Bei den Nachrichtenmagazinen. Also nicht, dass wir hier bei Nachrichten wären, aber ja, im dritten Teil geht es um Valerie, die sehr früh ihren Vater verloren hat
Und das wissen wir natürlich schon aus den Bänden vorher. Und sie trifft jetzt eben hier an der Schule ein und sie will in seine Fußstapfen treten. Sie will Fotografin werden und sie ist eben jetzt am Plymouth College, College of Art und möchte dort studieren und kommt einen Monat vor den anderen Mädels an. Und das heißt, auch diesen Monat haben wir also definitiv dazu gewonnen. Hier passieren Dinge, die wir eben noch nicht wissen. Und sie trifft auf ihren Vermieter, der ja ein bisschen was älter ist wie sie und der jetzt vorsorglich vorübergehend erstmal in dem Haus gemeinsam mit ihr wohnt, weil ich glaube, irgendwelche Reparaturmaßnahmen an seinem eigenen Haus sind. Und ja, so lernen sie sich kennen und uns erzählt ziemlich zu Beginn, wie sehr sie jetzt noch unter der Trennung von ihrem Ex-Freund leidet, wie er sie im Grunde ausgenutzt hat, belogen hat und so weiter und dass sie da noch überhaupt nicht irgendwie für was anderes bereit ist. Ebenso einen Eindruck bekommen wir ein bisschen von Parker, auch seine Perspektive wird erzählt, er hat auch so ein bisschen ein Geheimnis, was sich relativ schnell lüftet, also es ist jetzt nichts, was wir das ganze Buch irgendwie herausfinden müssten. Und bei beiden ist aber eine sofortige Anziehung und beide fühlen sich direkt zueinander hingezogen und gehen, glaube ich, direkt am zweiten Abend miteinander ins Bett. Und dann haben wir wirklich einen Porno und einen erotischen Roman. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, das muss ich ehrlich sagen. Ich lese sowas nicht sehr gerne. Ich glaube, das weiß man, wenn man auf meinem Kanal ist. Es darf gerne ein bisschen prickeln und lustvoll sein, aber wenn ich so einen plumpen Porno irgendwie bekomme, das mag ich tatsächlich einfach nicht lesen. Und das Problem ist dann auch lesen. Ich glaube, hören, ja, war es, glaube ich, auch nicht besser. Das hatten wir ja mit dem einen Buch von Kelly Moran. Also, ja, tatsächlich wurde es mir zu viel Sex, es wurde mir zu viel Erotik und es wurde mir einfach zu plump und die Charaktere haben sich nur noch damit beschäftigt, dass sie wild übereinander herfallen, aber eigentlich, ja, wissen wir noch nicht, ob wir eine Beziehung wollen und für mich war das nichts. Also mich hat es dann einfach knapp nach dem Drittel, mich hat das irgendwie so aufgeregt und ich habe gedacht, nee, das will ich einfach nicht lesen. Und ich weiß auch nicht, wo in diesem Roman auf einmal diese extreme Erotik herkommt. Ja, wir hatten im ersten Teil direkt zu Beginn einen One-Night-Stand, die sich dann eben irgendwie wieder treffen, aber es war irgendwie, es wurde dann irgendwie eine Liebesgeschichte und das habe ich hier vermisst. Also hier war irgendwie nichts von dem anfänglichen Kribbeln und Knistern und Schmetterlingen. Und natürlich gibt es Liebe und auch Lust auf den ersten Blick. Das will ich gar nicht abstreiten, weil das gibt es. Aber das war hier so irgendwie, ja, sie erzählt uns 20 Seiten lang, wie sie gerade leidet und gar keinen Bock auf Männer hat. Und dann, also ich konnte das irgendwie nicht nachvollziehen. Mir hat das nicht wirklich gefallen. Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ich fand es auch für meinen Geschmack zu ausgeschmückt. Ich muss das nicht en detail wissen, wo irgendwelche Schweißperlen entlanglaufen. Das interessiert mich persönlich einfach überhaupt nicht. Ja, es ging einfach nur um Sex und das hat mich echt überhaupt nicht interessiert, was mit denen dann weiter wird. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die nachgelagerte Geschichte tatsächlich dann auch wieder eine Wiederholung von Band 1 und 2 ist. Es hat mich auch irgendwie nicht mehr interessiert und mich interessiert tatsächlich jetzt auch einfach der vierte Band nicht mehr. Also für mich war es leider überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, wo der wunderbare Schreibstil der Autorin aus dem ersten Teil hin ist und ich weiß, es klingt jetzt total hart, aber es ist natürlich einfach mein Geschmack, es ist meine Meinung und jedem, dem das gefällt, der darf ja damit Spaß haben. Aber ich habe nach Band 1 und 2 einfach eine ähnlich gelagerte Liebesgeschichte erwartet. Von mir aus auch gerne lustvoll, aber ja, wenn die sich gefühlt überhaupt nicht unterhalten, was soll ich denn dann lesen in der Geschichte? Also wo soll ich da irgendwie eine Sympathie für irgendwem empfinden? Also bei mir hat das leider nicht geklappt, mir hat das leider gar nicht gefallen und es hat überhaupt nicht zu Band 1 und 2 vom Stil her irgendwie gepasst. Aber ja, ich glaube, der vierte Teil erscheint jetzt im Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Das wird nichts meins. Also ich werde jetzt auch den vierten Band nicht nochmal anfangen und lesen. Ich bin jetzt irgendwie durch mit der Reihe, obwohl der erste ja wirklich auch ein kleines Highlight in dem Bereich war, in dem Genre war. Hat es der dritte jetzt so ein bisschen. Zum Glück kam aber dann direkt ein anderer dritter Band und zwar Hexfiles, verhexte Nächte von Helen Harper ist der dritte Teil der Reihe.
Es gibt diese Reihe nur als E-Book und als Hörbuch. Man kann die nicht als Printexemplar kaufen, was ich durchaus schade finde, weil ich gerne einen der Bände doch gerne im Bücherregal irgendwie stehen hätte, so als Vertreter dieser Highlight-Reihe. Ich konnte jetzt auch nichts dazu finden, ob es einen vierten Band gibt, ob es irgendwie weitergeht. Also ich gehe jetzt davon aus und auch das Ende des dritten Bandes hat sich für mich abgeschlossen angefühlt, dass es erstmal nicht mehr damit weitergeht und die Geschichte jetzt im Grunde beendet ist. Die Geschichte schließt direkt an den zweiten Band an und ich möchte jetzt natürlich weder Band 2 noch Band 3 irgendwie spoilern oder auch Band 1. Wir treffen in der Geschichte auf Ivy Wild und ja, die ist eigentlich eine ganz coole Socke, ist Taxifahrerin und ihr liebstes Hobby ist auf der Couch sitzen, chillen und Netflix schauen. Und ja, sie hat so gar keinen Bock irgendwie, ja, sich sportlich zu betätigen oder auch nicht viele Freunde und ist gerne für sich und macht das mit einem wunderbar trockenen Humor, wie ich ihn wirklich an ihr super gerne habe. Sie hat eine Katze, die kann sprechen, denn Ivy ist eine Hexe und hat magische Kräfte, ist aber irgendwann mal aus dem Orden herausgeflogen der Magie. Doch eines Tages stehen ja zwei Ordensmitglieder vor ihr und mit einem blöden Zufall und einem ja im Grunde auch Fehler wird sie an ein Ordensmitglied gebunden, an Raffi. Wie heißt er wirklich? Raphael wahrscheinlich, Winter. Und ja, die beiden müssen jetzt im Grunde in so einer Art ja, kleinem Krimi einen Fall lösen. Und da auch ein bisschen den Orden, der spielt hier mit rein. Und natürlich auch so ein bisschen diese Freundschaftsentwicklung und auch Ivy so ein bisschen, was sie erlebt hat. Und das ist von Band 1 an bis jetzt auch Band 3 ein gelungenes Buch, eine gelungene Reihe. Es haben alle drei Bände super, super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht, viel geschmunzelt, ich habe mitgefiebert und ich fand die Reihe einfach großartig. Trockener Humor, sehr viel Sarkasmus, was ich einfach ganz, ganz toll fand und ich mochte das einfach unglaublich gerne lesen. Also dieser, wir sind irgendwie auf der Suche, wir haben jetzt im dritten Teil auch ein bisschen was mit Geistern und das fand ich einfach großartig. Ich fand es toll, wie es erzählt wurde, ich mochte den Stil, es war modern, es war leicht, die Dialoge waren lebendig, die Charaktere haben sich echt angefühlt und auch tiefgründig gezeichnet, sodass sie auch eine Entwicklung machen konnten jetzt über die drei Bände und ich bin einfach Fan dieser Reihe. Mir hat die durchgängig Spaß gemacht. Ich fand jeden Band auf seine Art richtig, richtig toll. Und natürlich auch den ganzen roten Faden sozusagen durch alle drei Bücher. Der war für mich absolut gelungen. Und ja, ich hatte viel Spaß. Ich habe wirklich viel, viel gelacht und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und finde die Reihe wirklich toll. Und könnte mir eben schon vorstellen, dass die Reihe irgendwie noch weitergeht, dass man öfter mal noch Fälle löst. Aber der dritte Teil fühlt sich vom Ende hin schon so an, dass man eben keinen Cliffhanger oder sowas hat und sagt, okay, man ist zu einem guten, schönen Ende gekommen, während ja Band 1 und 2 durchaus so eine Art Cliffhanger hatten, wo man eben schon wusste, das geht irgendwie weiter. Aber vielleicht lässt man sich damit auch einfach die Tür auf, um zu sehen, ob vielleicht die Reihe doch nochmal irgendwie weitergeht. Also wer etwas Humorvolles mag, wer auch auf trockenem, schwarzen Humor steht und so ein bisschen was Übersinnliches gerne hat, ich glaube, der macht mit der Reihe nichts falsch. Mir hat das wirklich großen Spaß gebracht. Und auch großen Spaß gebracht hat für mich die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Und ja, ich bin jetzt endlich auch auf den Geschmack gekommen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Buch 12, 13 Jahre an mir vorbeigehen konnte. Wir haben das Buch im Leseklub gelesen. Den findet ihr immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr auch mitlesen wollt. Im Dezember lesen wir jetzt einen Thriller. Und ich weiß gar nicht, ob die Umfrage schon online ist für den Januar. Bin ich mir gerade unschlüssig. Aber schaut da gerne mal vorbei. Und ich habe auch schon über dieses Buch im Hörgenuss gesprochen, den ich euch ebenfalls verlinke, weil ich dann heute gar nicht so viel über dieses Buch schwärmen würde. Ich kann so viel verraten, ich habe direkt schon den zweiten Band jetzt bei Rebuy bestellt, weil es für mich im nächsten Jahr definitiv auch in das Labyrinth der träumenden Bücher gehen wird. Und ich ja, weiß einfach nicht, wie ich so lange ohne dieses Buch also überhaupt leben konnte. Das ist so ein Meisterwerk der Fantastik, da ist so viel drin und es war einfach unglaublich großartig. Ich habe das Buch zu großen Teilen gehört, habe mir aber das Buch immer zur Seite genommen, weil auch wunderbare Bilder enthalten sind und ich da einfach beim Hören auch die meiste Zeit einfach mitschauen wollte und musste mir dann einfach so schöne Momente in diesem Buch einfach markieren und bin mega happy, dass ich es jetzt gelesen habe. Wir begleiten in der Geschichte den jungen Dichter Hildegunst von Mythenmetz,
der ein makelloses Manuskript findet und er reist nach Buchheim. Das ist ein Ort in Zamonien. Dorthin führt ihn eine Spur seines vermissten Dichterpaten. Und Buchheim ist die Stadt der träumenden Bücher und ist so ein bisschen ein Favoritenstädtchen für alle Buchliebhaber. Also wir Büchernerds würden uns da wohl alle mega wohlfühlen. Doch Bücher können weit mehr als begeistern. Sie können einen in den Wahnsinn treiben, zum Schreien bringen oder vielleicht versteckt man sich auch einfach eine ganze Zeit hinter seinen eigenen Möbeln, weil einen es so graut, was in manchen Büchern steht. Und dort gehen wir auf die Suche. Wir erleben diese Welt zusammen mit Mythenmetz und treffen allerlei Wesen und Kreaturen und es ist der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Walter Mörs hat eine Welt geschaffen, die groß ist, die lebendig ist, die echt ist, aber trotzdem voller Fantasie. Sprachlich ist es, glaube ich, tatsächlich zu Beginn schon ein wenig gewöhnungsbedürftig gewesen, wie er mit uns Lesern spricht, wie er uns Geschichten erzählt. Aber wenn man das mal mag und da drin ist, dann findet man alles andere, was man liest, irgendwie ein bisschen banal und langweilig. So ging es mir, zumindest jetzt mit den nachgelagerten Büchern, wo ich dachte, ach, jetzt sprechen die wieder so ganz normal. Also es ist echt, es ist eine Gefahr, dieses Buch zu lesen, weil man am liebsten dann nur noch Bücher hätte, die genauso gestrickt sind. Es ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Es ist ein absolutes Highlight. Es hat so, so viel Spaß gemacht. Zudem kommt noch die wahnsinns stimmliche Vertonung von Dirk Bach, der ja auch viel zu früh von uns gegangen ist und der macht das einfach nur hammermäßig. Also ich konnte gar nicht anders als ihm lauschen, als gebannt da zu sitzen und kam mir vor wie eine Dreijährige, die Geschichten erzählt bekommt und es war wirklich der Hammer. Auch wie die Fantasie angeregt wurde, dass, also so stelle ich mir Bastian Balthasar Bax in der unendlichen Geschichte vor, so eingesogen wurde ich in diese Geschichte und es ist sprachlich großartig, es ist unterhaltsam und es ist einfach so, so viel Fantasie und es ist so poetisch geschrieben und einfach mal anders und das habe ich unglaublich geliebt, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und es heißt hier so schön auch, es ist die größte, schönste Liebeserklärung an das Lesen und die Literatur, die es in diesem Jahr zu haben ist. Und wurde auch mit dem Fantastikpreis 2005 ausgezeichnet. Und das absolut zu Recht. Ich habe schon mega geschwärmt im Hörgenuss. Schaut da gerne mal in die Infobox, schaut euch das Video an. Ich fand es einfach großartig. Und jeder, der Fantasy liebt, also der kommt eigentlich nicht dran vorbei und jeder, der es auf dem Sub hat oder auf der Wunschliste hat, lest es. Lest dieses Buch, ihr werdet begeistert und bezaubert werden. Und es tat tatsächlich ein bisschen weh, die letzten Seiten dann zu lesen. Also allein, es gibt hier eine Seite, die ich auch großartig fand, das musste ich mir anschauen, weil das im Hörbuch ein bisschen creepy geklungen hat. Und zwar steht da, ich weiß gerade nicht mehr, wo das war, ach hier, da ist eine ganze Seite, das werdet ihr gar nicht sehen, die ganze Seite besteht aus einem Satz und also ganz klein gedruckt und wirklich diese beiden Seiten und es ist einfach irre, es ist großartig, es hat super viel Spaß gemacht und mich wirklich mega, mega gut unterhalten und ich freue mich da definitiv schon auf den nächsten Band. Und ich glaube, auf Band 3 wird ja jetzt sehnsüchtig gewartet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man kann aber schon sagen, dass man das wirklich unabhängig, finde ich, jetzt lesen konnte. Da ist jetzt kein Ende, wo man unbedingt einen Cliffhanger hat und unbedingt wissen muss, wie es weitergeht. Also deswegen, ja. Und ich möchte definitiv auch noch einiges mehr von Walter Mörs lesen. Vielleicht habt ihr ja auch Buchtipps von Walter Mörs und sagt, das ist euer Lieblingsbuch von ihm, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ja, alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Auch jetzt die Links setze ich alles mit rein. Schaut da gerne mal vorbei, egal ob Leseklub, Hörgenuss. Alles findet ihr unten und schaut euch da gerne ein bisschen in der Infobox um. Dann gab es die Woche das Finale von The Masked Singer, einer Fernsehshow, die es mir ja jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr sehr, sehr angetan hat. Ich habe die ja im Frühjahr schon geschaut und habe mich da schon gefragt, wie konnte das eigentlich an mir vorbeigehen im letzten Jahr. Wir hatten jetzt die dritte Staffel und wir haben, die liebe Anke und ich haben ja zusammen auch einen Tag dazu uns ausgedacht, zu den einzelnen Figuren, zu den einzelnen Masken. Und am Dienstag, letzte Woche, sind dann eben auch die letzten Masken gefallen.
gefallen. Und bei manchen hatte ich einen ganz guten Riecher, da hat sich der Name durchaus immer mal wieder wiederholt in meinen Gedanken. Und ja, auch bei der Siegerin, dem Skelett, dahinter steckte dann Sarah Lombardi oder Sarah Engels. Das war definitiv auch ein Name, der schon relativ zu Beginn aufgetaucht ist. Ich finde die Show großartig. Ich mag den Mix aus Nicht-Sänger, Sänger-Begeisterten und echten Sängern super, super gerne. Ich finde es schön, dass man da Entertainment hat, Unterhaltung hat, dass man so eine Mischung hat aus Leuten, die wirklich nichts anderes tun als singen und eben Leute, die einfach nur Spaß an der Musik haben. Und ich finde das großartig und ich mag auch, wie diese Masken gestaltet sind und ja, mir hat es wirklich Freude gemacht, diese Staffel anzusehen. Meine zwei Kritikpunkte sind ein bisschen die extreme Werbung. Also das kann man wirklich nicht sagen. Ich habe an dem einen Abend mal mitgezählt. Da waren es 65 Minuten Werbung. Also ja, wenn man natürlich sonst eher nur Video streamt, merkt man dann mal, okay, was so der normale Bürger so durchmacht mit der Werbung. Und was ich auch sehr schade finde, ist dadurch, dass die Show halt durch auch diese vielen Werbungen wirklich meistens bis 23:30 oder das Finale ging, glaube ich, sogar bis kurz nach 12 gegangen ist, ist das natürlich eigentlich keine Show, die du mit der Familie dir anschauen kannst, da am nächsten Tag einfach Schule ist oder man auch arbeitet und natürlich regulär einfach da nicht sagen kann, ich komme heute mal 3 Stunden später, weil ich muss länger schlafen. Das ist schon was, wo ich einfach sagen würde, für mich wäre das eine Freitag- oder Samstagabendshow und da würde man vielleicht tatsächlich auch noch mehr Leute erreichen. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann sich die Sendung auch in der Wiederholung ansehen und es gibt ja auch eine App, wo das drin ist. Das habe ich auch einmal gemacht. Und ohne Werbung ist es definitiv deutlich ertragbarer. Aber man hat ja die Möglichkeit, über eine App auch abzustimmen. Und das geht natürlich nur, wenn man es live anschaut. Und da muss man natürlich dann abwägen, was man gerne hätte. Beim Finale ist es natürlich schon so gewesen, dass ich das einfach live auch sehen wollte. Weil sonst ist man am nächsten Tag komplett gespoilert, wer da irgendwie gewonnen hat, wer da drunter steckt. Und da kommt man dann auf Social Media auch gar nicht so rum. Aber eine ganz, ganz tolle Show, wer Musik mag, wer auch so sich ein bisschen mit Rätseln gerne beschäftigt und den Moment großartig findet, wenn eben jemand die Maske abzieht. Ja, das fand ich mega und gefiel mir oder gefällt mir auch um Längen besser als die Show, die es ja auf RTL gab, mit dem, wo Stars in Stars waren, weil da ja wirklich eher so dieses Nachahmen der Fall war und man dann eher bewertet hat, wie gut macht jemand Adele nach oder Elton John, während hier natürlich die Maske eher dazu verführt zu sagen, ich kann unten drunter mal ein ganz anderer Sänger sein, ein ganz anderer Mensch sein, ein ganz anderer Charakter sein und durch die Maske bin ich geschützt und lebt mich da aus und das finde ich tatsächlich hat einen ganz, ganz großen Reiz. Ja. Es wird wohl eine 4. Staffel geben, so wie ich das gesehen habe, dann im Frühjahr nächsten Jahres und darauf freue ich mich dann auch auf jeden Fall. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder einen Tag von uns. Dann habe ich auf Netflix sogar eher zufällig entdeckt, dass es eine 5. Staffel von Luther gibt und war total überrascht, dass diese BBC-Serie jetzt nur eine 5. Staffel bekommen hat, allerdings nur mit 2 Folgen. Was ich persönlich schon ein bisschen merkwürdig finde, weil, soweit ich weiß, waren die ersten 3 Staffeln relativ lang, was die Staffeln anging. Ich weiß gar nicht, ob das so 6, 7, 8 Folgen waren. Und ich weiß, dass die letzte Staffel auch schon recht wenig hatte. Und es ist eine BBC-Serie, zusammen gespielt wird Luther von Idris Elba, ein Schauspieler, den ich super gerne mag, den ich sehr gerne sehe und der mir auch in der Rolle des Luthers gefällt. Ja, Luther ist ein Polizist, der aber doch so ein bisschen ja, etwas Dunkles an sich hat, der eben durchaus auch so ein bisschen nicht immer gesetzeskonform handelt und auch Wege einschlägt, um Sachen, um Fälle zu lösen, die nicht so gern gesehen sind und der aber eine spezielle Begabung auch hat, mit seinem Blick Dinge wahrzunehmen, zu erkennen, bei Leuten etwas auszulösen und da ganz besonders an diese Fälle herangeht. Und ich fand die ersten Staffeln wirklich mega. Mir hat das trotz der Brutalität, und das muss man schon sagen, die ist manchmal schon recht hart und hat auch Fälle, die einen ganz schön schlucken lassen, fand ich die Staffeln wirklich großartig, habe die damals auch weggesuchtet und war jetzt umso überraschter, dass es eine 5. Staffel gibt, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und habe dann am Wochenende auch beide Folgen angesehen, fand es einen sehr spannenden Fall, der in beiden
Folgen sozusagen gelöst wurde. Und dann gibt es natürlich auch so Nebenfälle. Und das Ende ist doch recht offen gelassen worden. Also ich vermute mal, dass es da eine 6. Staffel geben wird. Und bin da auf jeden Fall sehr erfreut, dass es da irgendwie weitergeht. Würde mir ja auch eine 5. Staffel zum Beispiel von Sherlock wünschen. Die es aber wohl ja nicht geben wird. Aber man soll ja niemals nie sagen. Aber hat mir super viel Spaß gemacht. Eigentlich war ich auf der Suche nach der 2. Staffel Virgin River, die ich dann jetzt in dieser Woche anschaue. Dazu erzähle ich euch dann in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr. Und ja, dann war der 1. Advent. Da wurde die Eiskönigin geschaut und darauf folgen dann auch der 2. Teil. Und ich liebe beide Teile. Also ich bin ja schon ein Disney-Fan und mag diese beiden Filme wirklich super gerne. Ich mag es, wie da gesungen wird und welche Thematiken so ein bisschen aufgegriffen und angesprochen werden. Und ja, so haben wir dann ein bisschen auch unseren 1. Advent verbracht. Und jetzt kommt hier die Sonne allmählich durch und ich möchte sie gar nicht verjagen, sondern werde mich jetzt lieber noch ein Stückchen in sie reinsetzen. Hoffe, ihr hattet auch eine gelungene Bücherwoche. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, was ihr gerade ein wenig lest, was vielleicht auch euer letzter Flop oder euer letztes Highlight war. Würde ich mich super freuen. In der Infobox findet ihr alle Informationen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.